Oh. Oh, damit habe ich mich, glaube ich, selber genatzt. Huch. Okay. Eine ganz neue Architektur hier drin. Mensch, den Raum habe ich ja noch nie in solcher Form gesehen. Auch das, was man hier aus dem Fenster sieht, das ist völlig neu. Ganz anderes Design. Ja, ich weiß, wie alt das Spiel ist, aber trotzdem. Dieser Grad an Faulheit, der ist einfach schon nicht mehr feierlich. Nicht schon wieder die Drohnen. Oder was ist es diesmal? Hast du es? Oh, oh. Das klang jetzt ehrlich gesagt eher nach Kroganern. Hallo? Söldner. Das fällt mir schon mal nicht. Oh, ouch, ouch. Ich will nicht flankiert werden. Komm zurück. Verdammt. Und dann hier. Dann machen wir das ganz entspannt. Schrittchen für Schrittchen. Wenn die sich nicht immer verstecken würden. Wie viele? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das stimmt wohl. Der ist wirklich überall, der Feind. Na komm. Einmal heilen. Und er steht da einfach an der Ecke und sobald ich ihn treffe, versteckt er sich dahinter. Oh Gott. Komm schon. Habe ich nicht ein Sniper-Gewehr hier? Kann ich damit vielleicht eher was treffen? Reißen? Wow! Ich bin ja schon schlecht, ne? Aber das ist ja... Wie soll ich denn damit was treffen, ey? Nee, nee, nee. Das wird so nichts. Steht mal bitte wieder auf. Ich werfe auch immer aus Versehen zwei Granaten, fällt mir auf. Statt einer. Und Viera ist schon wieder tot. Na, das ist ja ein Traum. Kann jetzt wenigstens... Oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein. Huhuhu. Das habe ich ganz genau gesehen. Hör auf, einfach nur Schaden zu fressen. Ihr seid ein Traum. Was ich nur ohne euch tun würde. Ja, ja, ich muss sterben. Oh shit, das ist ja so ein scheiß Programm. Nein. Nee, nee, bist du nicht. Geh mal wieder weg. Jetzt kann ich ja mal das hier benutzen. Und das hier benutzen. Und dann heile ich sie. Dann halten sie hoffentlich 2 Sekunden länger durch. Schießt, um Himmels Willen. Schießt, er hat nicht mehr viel. Danke. Ja, schieß die Kiste an. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Haha. Autsch, autsch, autsch. Autsch, 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 autsch. Shit. Die Kämpfe hier sind sowas von abscheulich. Na komm. Einmal Heilung für alle. Vor allem, es sind so solche Massen an Gegner, die sich auch noch nach einer Zeit wieder regenerieren. Und meine Granaten bringen gar nichts. Go, go, go. Na, stirb. Schieß! Steh auf und mach was. Der Ende ist fast tot. Und wieso schlägt sie jetzt? Da war doch ja keiner. Nein, du stehst nicht wieder auf. Bitte. Komm schon, komm schon. Wenigstens das. Kann ich dich hauen? Nein, kann ich nicht. Kann ich dich jetzt hauen? Und jetzt? Okay, ja, ja, ja. Wir rennen. In Deckung.
Du kannst wieder aufstehen, Garrus. Und dann machen wir mal unsere Schilde wieder hoch. Garrus hält die Front. Ey, regenerieren die sich wirklich komplett? Dann falle ich hier gleich vom Baum. Oh, danke, Lear. Das war ja wenigstens mal praktisch. Ich müsste ich auch öfter mal auf die Fähigkeiten meiner Teammates zugreifen, aber eigentlich habe ich das ja so eingestellt, dass sie das automatisch machen. Da sehe ich es dann auch nicht ein, dass ich permanent die Leertaste drücke, damit dieses Interface sich öffnet, um denen dann ihre Aufgaben zuzuweisen. Vor allem, weil ich ja nicht mal weiß, was das alles hier ist. Oh, Stase. Na, das war ja brillant. Können wir nicht machen. Kannst du den auch wieder rausnehmen aus der Stase? Okay. Was bedeutet, wenn dieser Balken da eigentlich so weiß ist? Das muss ja auch irgendeine Art von Hinweis sein für irgendwas. Machen wir mal das. Nein. Du stirbst jetzt. Gehst mir nicht tierisch auf den Sack. Dankeschön. Haben wir es endlich geschafft. Ohne Witz. Jetzt bräuchten wir dringend mal wieder... Garrus, du kannst aufstehen. Ein paar Medigates. Da habe ich jetzt ordentlich verballert. Ich glaube, 7 hatten wir. 5 muss ich also benutzt haben. Ja, ich kann ganz schön toll rechnen. Manchmal. Ja, bitte einmal überbrücken. Ich bin ja absoluter Fan von der Geschichte. Also, die interessiert mich schon sehr. Das muss ich sagen. Hier mit Saren und... den Geth und hast du nicht gesehen, die ganze Hintergrundinformation mit den Kroganern und den Rebellionen, da würde ich alles gerne mehr drüber erfahren. Ist wirklich gut gemacht, selbst die Nebenquests hier mit Garrus und den Organhändler, Züchter, Farmer, wie auch immer man ihn nennen mag, total interessant gemacht. Aber, Alter, dieses Kampfsystem, ich kann es nur mal wiederholen. Stay back! I've got no grief with you. All I want is this bastard. Please! He's a madman! Mr. Toombs, you're insane! You need help! Shut up! You don't get to lie! You don't... Shepard? My God! Shepard, is that you? Wer bist du denn? Toombs? Erkennen wir den? Ich weiß nicht. Sie sind doch tot. Toombs? But you were on a coup. I saw the Thresher mob pull you under. They took me, Shepard. The scientists. You can't prove any of this. This man is delusional! See, they were running tests on the Thresher Maws. They let those things hit us just to watch and study. I woke up in a holding cell. The scientists were delighted I'd survived. Now they had someone to run tests on. Das ist ja krass. Das wusste ich nicht. Toombs, I didn't see anybody. If I'd seen you, I would have come back for you, I swear. You can't believe Toombs. He doesn't have any proof. I demand a fair trial. Commander Shepard was at a coup. She knows the truth. This man deserves to die, Shepard. For you, for me, for everyone else in the unit. Are you with me? Aha. Nein. Leute, Rache ist nicht die Lösung. Gleiche mit gleichem vergelten macht uns nicht besser als den Typen. Egal wie viel er umgebracht hat. Selbst wenn wir nur einen als Rache dafür umlegen, sind wir mindestens genauso schlecht wie dieser Typ. Also nein, für mich ist das keine Form der Gerechtigkeit. You're better than this, Toombs. You're not like them. Don't tell me who I am. You got away with a few scratches and a scary reputation. The rest of the unit died, and I was tortured for years, Shepard. You can't judge me. You don't have the right. Das stimmt. Dass er einiges anderes durchgemacht hat als wir. Und ja, wir ihm nicht helfen konnten. Toombs, if I could have helped you on a coup, I would have. All I can do is help now. Let me. Okay. I'm no murderer. They couldn't make me one. Just as long as he goes to trial. Maybe the screaming will stop now. I don't know.
Those bastards can't hurt you anymore. Joker, tell the Fifth Fleet we need a ship for pickup. Aye, aye, Commander. Tooms starrt stumpf zu Boden, verloren in seinen Erinnerungen. Sie geben dem Wissenschaftler einen Schubs in Richtung Tür. Ihre Mission ist beendet, ab hier werden die Allianzgerichte übernehmen. Oha. Krass, also da haben wir jetzt mal was zur Vorgeschichte von Shepard erfahren. Was da wohl abgelaufen ist, dass sie die einzige Überlebende war. Nee, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte zurück. Yep. Das ist auf jeden Fall heavy. Aber dann haben wir das auch erledigt. Sollten davon unterrichten, dass die Situation gelöst ist. Wie berichte ich ihm denn davon? Wahrscheinlich wieder, wenn ich eine andere Welt reisen möchte. Zum Bereich der Koordinaten. Garrus hat Ihnen die Koordinaten von Dr. Salians letztem Aufenthalt gegeben. Begeben Sie sich in das Herrschelsystem im Kepler-Randsektor. Herrschelsystem. Kepler-Randsektor sind wir ja schon. Einmal öffnen, bitte. Message coming in. Patching it through. I reviewed your report on the situation, Commander. I'm glad to see you were able to take Dr. Wayne in alive. Now we can put him on trial and get some answers. Corporal Toombs seems to have found some closure. Hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. I hope this helped you find some peace, Commander. Thank you. Fifth Fleet out. Hoffentlich hilft da noch eine Therapie. Der Mann sah ziemlich gebrochen aus. Herrschelsystem. Das müsste ja dann... Genau. Ja, bitte. So, dürfen wir uns wieder umgucken? Nö. Vielleicht hier? Nö. Dann aber vielleicht hier. Mann. Es wäre schön, wenn wir auch mal Planeten haben. Oh, nevermind. Nicht gesagt. Die Fedele ist ein menschliches Modullastschiff der Kolonenklasse. Neben dem Standardfrachtraum verfügt das Schiff auch über einige biologische Forschungsmodule. Private Dr. Hort. Registrierung. An Bord gehen. Einmal hier und dich müssen wir auch mitnehmen. Ja. So. Speichern wir mal eine Runde. Und wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Ich sehe schon rote Dreiecke auf der Map. Das heißt, es ist wahrscheinlich kein freundschaftlicher Besuch hier. Kann man hier durchgucken? Das ist ja cool. Okay. Würde mich kirre machen, wenn ich hier dauernd ins Leere blicke. Aber na gut. Ey, und schon wieder so viele. Ist das hier ein Labyrinth? Hallo? Nee. Testsubjekt. Oh Gott. Noch mehr Zombies. Das sind wirklich so... hör auf zu kotzen. Ich will hier erstmal kurz... Wieso muss ich denn gegen Zombies kämpfen? Reichen Hass denn nicht? Na komm. Ja. Du mich auch. Na, hallo? Steht mal auf. Ja. Komm in mein Sichtfeld. Huch! Ey, kick den nicht zu mir. Ich finde die genauso eklig. Hallo? Kommen die nur auf uns zugerannt, wenn die uns sehen? Oder bleiben sie einfach da stehen? Und philosophieren über ihr Leben? Nichtleben? Vorheriges Leben? Hallo? Noch jemand? Bitte, habe ich dich damit getroffen? Ich sehe doch. Ah! Oh! Genau, flieg mal um durch die Gegend hier rum. Geh weg. Nein. Ich schmecke ganz eklig. Und du noch. Das war's jetzt aber. Oh, zum Glück. Hier. Mehr Leben. Dringend mehr Leben. Verbessert den Schadensschutz der Rüstung. Bei Treffern geht weniger Gesundheit verloren. Das wäre doch mal was Nettes. Ich glaube, das gehe ich jetzt als allererstes hoch.
Ja, leerer Frachtraum. Mhm. Wir speichern. Damit ich die ganze Sequenz nicht nochmal spielen muss. Scheint aber sonst nichts weiter zu sein. Oh, das sieht echt cool aus. Erinnert mich ja jetzt doch ein bisschen an Dead Space. Mal wieder. Geht's ja auch weiter? Da vielleicht? Ach, nee, doch. Okay, dann hier lang. Hallo. Oder kamen wir von hier? Nee, wir kamen nicht von hier. Okay, das sieht aus wie die Brücke. Aber hier ist ja sonst nichts. Huch. Okay, jetzt sind wir hier. Und hier und rechts dürfen wir nicht lang. Doch. War die Tür eben auch schon offen? Paranoid? Ich weiß es nicht. Oh. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Garrus? Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. Zeit zu sterben, Doktor. Wow. Ja. Also ich finde, dass es relativ offensichtlich ist, dass er was mit diesen dämlichen Zombie-Viechern hier zu tun hatte. Er ist der einzige Überlebende, so wie ich das sehe. Ich vertraue Garrus auch in seinem Urteilsvermögen, dass das der Typ war und in seinen Ermittlungskönnen. Aber auch hier gilt dasselbe System. Ich finde nicht, dass wir Gleichen mit Gleichen vergelten sollten. Also zurück mit dir, Garrus. We'll take him in, drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. Ja, dann denk doch einfach mal nach, Garrus. Benutz doch dein Köpfchen. If he dies, we'll never know what he's been up to or how he did it. We'll take him in, interrogate him, and he'll serve his time. Okay. You're right. You're a very lucky Salarian. You owe the commander your life. Oh, thank you so very much. Hallo, Sarkasmus? And so he dies anyway. What was the point of that? okay. Ja, das werde ich dir jetzt ganz genau erklären. Hör einfach mal zu und mach deine Lausche auf. You can't predict how people will act, Garrus, but you can control how you'll respond. In the end, that's what really matters. Yeah. I don't think I ever met anyone like you, Commander. Well, I guess we're done here. Saleons Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es wird Zeit, zur Normandie zurückzukehren. Huh. Hallo? Kann ich da rein? Cool. Geerdeter Spind. Zu gering. Natürlich. Natürlich. Wieso darf ich denn nicht mal mein Universalge dafür benutzen? Das ist doch gemein. Wenigstens das sollte mir dann erlaubt sein. Von mir aus zahle ich dann halt auch das Doppelte für eine Schwere, aber... Ja. Ansonsten ist es doch irgendwie... Kacke! Manno! Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Ich will aber haben. Okay. Ich glaube, sonst sind wir hier fertig, ne? Kann ich... Nein, kann ich nicht. Ich muss zurücklaufen. Speichere mal nochmal kurz. Nicht, dass hier gleich noch ein paar Zombies auf uns war. Brain. Aber scheint nach wie vor leer zu sein. Das ist ja schon mal... Ist das da grün? Ach, das ist für so eine Zelle, die explodiert. Oh, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück Richtung Schiff. Und haben diese kleine Nebenmission auch hinter uns gebracht. Ich glaube, dann sind wir auch schon fertig, oder? Ich meine, es gab sonst keine weiteren mehr. Ja, möchte ich. Können ja nochmal nachgucken. Tagebuch, Aufträge, die ganzen Insignien.
Begeben Sie sich in das... Ach nee, das haben wir noch. Begeben Sie sich in das Mazedon-System, blablabla, untersuchen Sie die Söldnerüberfälle. Artemis-Tau-Cluster, Mazedon-System. Herauszoomen. Und nochmal herauszoomen. Und nochmal herauszoomen. Artemis-Tau-Cluster. Ich wette, da waren wir schon. Ah, da. Ja, da waren wir schon. Hier haben wir Liera gefunden. Mazedon. Da sind wir.